ist das denn für ein Fahrzeug? Das ist ja geil. Aber das sieht auch nicht so aus, als ob die das zusammengeschweißt haben, oder? Irgendwie ein großer Zylinder stand hier. Mehrere. Oh, guck dir das mal an. Was hast du denn da Schönes gefunden? Ach, herrje. Was sind das denn für alte Kisten? Irgendwelche Wannen drin. Aha. Hier wird doch irgendwas gewaschen. Jetzt wieder ist. Ui. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind natürlich wieder unterwegs und wir sind gerade aktuell auf unserer Tour Richtung Norwegen, Insel Senja, und durchqueren jetzt gerade Schweden und sind hier aktuell an einem alten Lost Place. Was heißt alt? Ein Lost Place. Und es ist jetzt nicht irgendein Lost Place, sondern es ist eine alte Pulverfabrik, ehemalige Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, hier sind auch schon einige Hinterlassenschaften. Hier irgendwelche alten Fässer wurden gelagert, teilweise Ölfässer da oben. Und das sind ja auch ganz interessant, auch Metallfässer, aber die wurden irgendwie nochmal ummantelt. Holzummantelung. Da war ja alles voll. Es sind aber dadurch, dass die hier zum Teil noch die Überdachung noch steht, noch ganz gut in Schuss. Wir sind gerade von da hinten gekommen. Da vorne ist halt praktisch nur so ein Trafohäuschen. Und da in der Mitte von dem Weg ist praktisch so eine Kurbel, als ob man hier irgendwas den Weg hierher gezogen hat. Naja, schauen wir mal, was hier noch so Interessantes auf uns wartet. Hier haben wir jetzt ein sehr großes Gebäude mit mehreren Etagen. Hier sind irgendwie so Fensterläden, aber komplett aus Metall. Hier auch noch so eine, ja, so praktisch so ein alter Wagen. Vielleicht ist das auch dieser Wagen, den man praktisch mit da hochziehen konnte. Und hier drinnen sieht es auch schon mega interessant aus. Scheint es so eine Art Kessel zu geben. Oder es ist so eine Art Abzug, so ein Kamin, sieht das schon fast aus. Ja. Ich werde, glaube ich, jetzt erstmal eben meine Taschenlampe aus dem Rucksack holen. Hier gibt es auch irgendwie noch einen Materialaufzug, einen kleinen. Ja, hier war irgendeine Verbindung. Abluft, Zuluft, irgendwas in der Richtung. Also sieht irgendwie aus wie ein Kamin. Einige Steine noch, die hier aus der Wand raus sind. Ach, das war anscheinend auch verglast. Und irgendwelche Kisten, wo irgendein Material drin war. Hier gab es scheinbar auch noch einen zweiten Fahrstuhl. Boah, der ist aber dicht.
Ach, ich hole jetzt mal eben die Taschenlampe. Das ist vielleicht nicht schlecht. Das Gelände scheint auch irgendwie teilgenutzt zu sein. Da müssen wir gleich mal gucken, was das da alles im Einzelnen ist. Hier ist schon einiges runtergekommen. Und da haben sie sich scheinbar auch irgendwie Zugriff verschafft, um da hochzukommen. Und das obere Stockwerk. Aber da wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel drin sein. Ja, das sehe ich schon da oben auch. Da liegen nur ein paar Bretter drin. Das ist ja auch ein merkwürdiges Teil hier. Sieht irgendwie aus wie so ein Pendel. Kann ich leider auch nicht bestimmen, was das mal gewesen ist. Interessant wäre jetzt halt auch wieder zu wissen, ja, in den Sprengstofffabriken oder Dynamitfabriken, Pulverfabriken, ja, welches Gebäude welchen Prozess letztendlich erfüllt hat, ne? Das ist ja immer so das Interessante. Also hier ist irgendwie ein Trichter verbaut, keine Ahnung, ob der jetzt irgendwie Material sieben sollte. Vielleicht ist ein Sieb da oben drin. Schwierig. Und für welchen Teil der Produktion, ob das schon irgendwie Endverarbeitung war, tja, das weiß ich jetzt auch nicht. Wir sind jetzt hier nochmal in ein paar einzelne Baracken, kann man sie ja nennen, gegangen von dem ganzen Gebiet, was hier umzäunt ist. Da waren nur irgendwelche Sachen von der ehemaligen Straßenwacht drin. Alles schon so ausgeräubert und hier ist im Prinzip auch schon alles zerschlagen. Und das hintere Gelände, was ich meinte, das wird mal irgendwas für, ja, irgendwie Go-Kart fahren, Skateboard, irgendwas in diese Richtung gewesen sein. So, also ganz genau können wir es nicht identifizieren. Und hier gibt es auch eine Fahrzeughalle noch und da stehen in der Tat sogar noch ein paar Fahrzeuge drin. Einige Fahrzeuge. Wir haben hier irgendwie. Das ist vorne und das ist vorne. Hä? Ja, das sieht ja krass aus. Sicher? Nee, das ist hinten. Das sieht jetzt in dem. Nee, Quatsch, da ist ja auch ein. Hä, was ist das denn für ein Fahrzeug? Das ist ja geil. Aber das sieht auch nicht so aus, als ob die das zusammengeschweißt haben, oder? Wir haben jetzt hier ein Fahrzeug, was irgendwie in beide Richtungen fahren könnte, scheinbar. Wir haben hier ein Lenkrad, wir haben da ein Lenkrad. Hier ist auch keine Schweißnaht irgendwie, dass das irgendwie so ein, ja, selbstgebasteltes Ding war. Hä, also das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Ja, ist zwar total zerhämmert, aber das ist ja richtig krass. Also wenn das einer von euch wissen sollte, was das für eine Kiste mal gewesen ist. Die Frage ist halt. Nee, man sieht hier auch hier leider irgendwie kein Kennzeichen oder irgendein Indiz. Kein Symbol, wo man jetzt erkennen könnte, was es halt für ein Fahrzeugtyp ist. Also das ist wirklich mega kurios. So, schauen wir uns mal die nächsten Gebäude an. Das ist echt ein mega interessantes Gelände. Hier, wie gesagt, war nichts. Hier waren wir noch nicht drin. Hier ist irgendwie nochmal so ein Tower. Es scheint irgendwas für Umspannen gewesen sein. Irgendwas. Trafoanlage. Ja, hier auch wieder sehr viele
Ersatzteile von irgendwelchen Fahrzeugen. Aber hier in der Mitte müssen mal irgendwelche Behälter oder andere ja, Maschinen oder sowas gestanden haben. Hier hat man ja teilweise noch die Aufsätze, wo die montiert gewesen sind. Hier wird irgendwas, ja, rundes, zylindrisches gewesen sein, irgendwelche Tanks vielleicht. Ja, die ehemaligen Maschinen werden halt zum größten Teil hier alle demontiert worden sein. Man sieht da oben irgendwelche Laufrollen, Anschlüsse für Zuluft, Abluft, irgendwas, da unten auch. Hier wieder Fundamente, wo Maschinen drauf standen. Irgendwelche alten Ölfässer noch. Das geht hier so weiter. Wir gehen mal eben hier kurz rein. Was hier noch für eine kleine Hütte sich verbirgt. Boah, da ist auch noch mal so ein Tower. Da. Krass. Ja, auch irgendwelche Fundamente. Ja, schade. Weil das, oh, das sieht krass aus da. Echt cool. Auch immer diese Metall-Fensterläden da oben. Ja, vielleicht hat man das gemacht, um, falls es mal irgendwie den Fall gab, dass was gesprengt wurde aus Versehen, irgendwas in die Luft gegangen ist, damit das geschützt ist, das Fenster. Sonst erschließt sich mir das auch nicht. Ja, auch hier stand halt wieder irgendwas Cooles wahrscheinlich, wo man hätte jetzt mal ganz den ganzen Prozess irgendwie versuchen können nachzuvollziehen. Schade. Hier unten irgendwie. Es ist auch alles so rötlich hier, ne? Das sieht man ja noch. Das kann sich ja mitunter eingebrannt haben. Das sind auch solche komischen Reste. Oh. Ja, krass. Hey, irgendwelche Lampen? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich würde euch da gerne was erzählen. Das müsste man sich vielleicht jetzt noch mal im Einzelnen im Netz irgendwie noch mal nachlesen, wenn man noch irgendwie was dazu findet. Aber das Problem ist, was genau wurde halt produziert? Pulver, Sprengstoff in irgendeiner Form, vielleicht auch nur gewisse Komponenten. Da bewegen wir uns jetzt hier auf den zweiten Tower zu. Das ist echt wieder ein besonderes Gelände irgendwie. Ist auch total ruhig. Und überall aus dem Gebüsch tauchen irgendwelche Gebäude auf. Auch hier scheint irgendwas zu sein. Haben wir dann ein Fundament oder vielleicht sogar irgendwie mal ein Bunker. Auch hier nochmal eine große Maschinenhalle. Sind noch irgendwelche Wegen drin von. Oh, scheiße, sieht ein bisschen aus wie Wäscherei. Wieder alte Autokarosserie. Da hinten ein paar Werkbänke. Erscheint mir fast so, als ob da alles mal im Nachgang drin gewesen ist. Also von Straßenwacht über vielleicht auch Kfz-Werkstatt kurzfristig. Oder vielleicht gehört er das dazu. Ja, das muss ja hier irgendwas gewesen sein. Wo vielleicht hier vorübergehend Fahrzeuge repariert wurden. Und was hier halt ganz früher drin war zu Kriegszeiten. Das wäre eigentlich so das Interessantere, jetzt für mich zumindest. Aber das können wir nicht mehr wirklich nachvollziehen aktuell. Hier sind jetzt irgendwelche Holzspinde mit sehr vielen Einlegeböden. Auch kurios.
Aber von der Höhe der einzelnen Böden würde ich fast tippen, dass hier irgendwie so Kartenmaterial vielleicht gelagert wurde. Das sind auch nur so Sperrholz. Ja, noch nicht immer, vielleicht so ein Pappelholz ist das hier. Als Einlegeböden hinterlegt, also kann ja nichts Schweres drauf gewesen sein. Ja, nummeriert. Auch hier wieder große Fragezeichen. Es ging aber auf jeden Fall hier eine Lüftungsanlage durch. Und es erscheint fast so, als ob das auch so ein bisschen für ja, trockene Luft sorgen sollte, ne? Damit das hier nicht so gammelt. Das erscheint mir hier zumindest so, diese Teile. Also ich würde darauf tippen, dass hier so eine Art Kartenmaterial gelagert wurde. Ich bin für alle möglichen Ideen offen. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Was hast du denn da Schönes gefunden? Ach herrje. Was sind das denn für alte Kisten? Krass. Da hinten stehen noch die ganzen Gasflaschen. Hoffentlich ist da nichts drin. Krass. Guck mal da hinten, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Käfer oder... Das in der Mitte könnte vielleicht ein Lada sein. Aber wie gesagt, ich kenne mich eh nicht so mit Autos aus. Das könnte auch hier so ein Wartburg sein. Ach, hier ist auch schon... Da steht Luft drauf, aber ich will trotzdem nicht an diese Flasche kommen hier. Ja, da müssen dann noch nachträglich irgendwelche Schrauber drin gewesen sein. Weil das sind ja alles zivile Fahrzeuge. Das hätte jetzt auch mit einer Straßenwacht nichts mehr zu tun. Jo, also wer einen Oldtimer hat und noch ein paar Teile bräuchte, ich glaube, der könnte hier das ein oder andere Originalteil noch finden. Also wir haben ja häufig mal in Frankreich oder so, aber auch in Schweden schon mal sowas gesehen. Auf solchen alten Schrottplätzen. Ah, das ist auch schon irgendwie spannend. So, auch hier wieder ein paar größere Gebäude. Aber jedes Gebäude für sich irgendwie auch absolut spannend. Auch was so die Nachnutzung anbelangt. Weil ja auch so alle unterschiedlich aufgebaut sind. Auch da unten irgendwas Ovales. Da stand auch irgendwas drauf. Hier unten auch wieder so eine... Ja, wie eine Abflussrinne, ne? Die mit Hölzern verkleidet gewesen ist. Irgendwas wurde halt hier überall geköchelt. Um in Summe halt das Produkt zu haben, was man brauchte. Das ist echt Wahnsinn. Und hier seht ihr nochmal im Vergleich mit Melanie, wie groß das Gebäude hier ist. Aber ich vermute mal, man hat auch hier wieder so ein bisschen den Wald genutzt, damit das Ganze auch ein bisschen verdeckt ist. Das ist ja sehr oft bei diesen Sprengstofffabriken gewesen. Da wurde mal notdürftig zugemacht. Aber auch hier irgendwie ein großer Zylinder stand hier. Mehrere. Oh, guck dir das mal an. Also hier muss irgendein Prozess standgefunden haben, der, keine Ahnung, so wie wir das schon mal bei diesen Methanolbunkern vielleicht gesehen haben. Irgendwas in dieser Richtung könnte ich mir vorstellen. Große Kessel, wenn man jetzt zum Beispiel einen Vergleich ziehen würde jetzt zur Bierbrauerei, sowas in der Art, stande hier. Tür. Oh, hier sind irgendwelche Wannen drin. Aha. Hier wird da irgendwas gewaschen. Wow. Hier sind richtig viele Wannen drin.
Ja gut, das kennt man ja auch. Dass während des Prozesses hier das Material gelöst und gewaschen wurde und was weiß ich. Aber das zieht sich hier komplett durch. Geht bis hier hinten hin. Krass. Guck mal, da ist noch so ein Schornstein oder was ist das? Ganz merkwürdige Geschichte, was das jetzt wieder ist. Ui. Aha. Auch hier irgendwie ein Generator. Das wird irgendwas für die Belüftung sein. Abluft, aber mit was für ein Kamin hier. Leute, tut mir leid. Also ich bin echt überfragt. Weil ich sowas in der Form noch gar nicht gesehen habe. Meistens hat man nur die Ruinen stehen, aber hier hat man wirklich noch mal viele Sachen auch. Gut, zwar nicht drinnen an Maschinen, aber trotzdem noch relativ viel zu sehen im Aufbau. Und bei mir sind auch gerade irgendwie die Lampen alle nur so halb voll. Da ist ein das ist irgendein Schmiedeofen. Das ist ein richtiger Ofen hier. Sieht so aus wie so ein Heizkraftwerk. Tatsächlich. Da sind die Öfen. Krass. Ja, die hatten hier tatsächlich ein eigenes Heizkraftwerk. Hier wurde nämlich der Transformator gestanden haben. Mit allem, was dazugehört. Also das ganze Gebäude ist praktisch ein kleines Kraftwerk. Wahnsinn. Ja Leute, ich musste jetzt einmal die Kamera wechseln, weil der Akku war leer. Und ja, wir sind eigentlich soweit durch. Also es gibt noch viele kleinere Gebäude, da wird es aber halt ähnlich aussehen. Da hinten zum Beispiel war noch eine Menge da vorn. Also die werden halt alle irgendwelche Prozesse erfüllt haben für die Verarbeitung von Sprengmitteln. Das ist so das, was wir jetzt hier rauslesen konnten. Mal gucken, ob ich noch die eine oder andere wichtige Info aus dem Netz finde dazu. Um das noch ein bisschen detaillierter zu erklären. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das hier mit unserem Video von der Anlage aus Schweden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!